Gleich mal vorweg, das Wort Kombi ist ab sofort tabu. Immerhin ist das hier ein Shooting Break. Das sind normalerweise Pferdefuhrwerke, die zum Jagen benutzt wurden, aber hier ist es die Transportversion des CLS. Mercedes hat das viertürige Kombi-Coupé erfunden. Ach Mensch, das Wort Kombi wollten wir ja nicht mehr sagen. Nennen wir es ein Luxusschlitten mit Nutzwert. 1550 Liter fasst der Kofferraum bei umgeklappter Rückbank. Das sind zwar eher die Ausmaße eines kompakten Familienautos, aber der würde nicht so hinreißend und edel aussehen. Es geht bei diesem Fahrzeug nicht darum, Vernunft auf vier Räder zu stellen, sondern schlicht und einfach darum, dass so viele Menschen wie möglich sagen, den will ich haben. Und dann wäre es auch noch ganz gut, wenn diese Menschen sich den CLS Shooting Brake auch leisten könnten. Los geht es bei ca. 65.000 Euro für den kleinen Vierzylinder Diesel. Rauf geht es bis zum CLS AMG für mindestens 120.000 Euro. Das wäre ein Kombi-Aufschlag, ja, da ist ja schon wieder dieses Wort, das so unsexy klingt. Also, das wäre ein Shooting-Brake-Aufschlag von knapp 5.000 Euro. Ausstattungsbereinigt werden es aber weniger sein. Und in diesen Preiskategorien ist das auch nicht das Geld, um das es beim Autokauf geht. Klar ist, dass dieser hier nichts mit dem Praxisnutzen eines T-Modells zu tun hat. Aber es ist ebenso klar, dass dieses Auto weit mehr Emotionen auslöst. Endlich mal wieder ein Mercedes, der sofort gefällt, wo alles passt und der trotzdem praktisch ist. Ein Kombi zum Verlieben. Ah, da war es schon wieder dieses Wort. Ein Shooting Brake zum Verlieben, muss es natürlich heißen.